In der Transfer-Endphase sollte man nie etwas ausschließen. Wenn man sich's anguckt, die Not in der Abwehr ist groß, das haben sie jetzt gelöscht, aber wenn man sich jetzt dieses Verletzungsproblem von der Abwehr im Mittelfeld vorstellen würde, dann wäre das plötzlich das Problem und dem müssen sie ja eigentlich vorsorgen. Ja, und wenn wir uns das Verletzungsproblem dann im Tor und im Sturm auch noch vorstellen, dann haben wir einen Kader von 40 Spielern. Wenn sich noch eine gute Gelegenheit bietet, im Mittelfeld, im Bereich, dass wir sportlich, menschlich überzeugt sind, dass uns der Spieler weiterbringt, wenn das finanziell auch möglich ist, dass wir da durchaus noch was tun würden. Wie sieht es denn bei der guten Gelegenheit Nabil Bentaleb aus aktuell? Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass ich aktuell davon ausgehe, dass der Spieler bei Schalke bleiben wird und dass auch mein Stand jetzt geht davon aus, dass Nabil Bentaleb auch über den 2. September Spieler von Schalke 04 sein wird. In der Transfer-Endphase sollte man nie etwas ausschließen, aber nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass das klappen wird, ist eben sehr, sehr gering und deswegen ist es jetzt nichts, was uns komplett 24 Stunden am Tag nächsten Tage beschäftigen wird. Das ist einfach so, dass in den letzten Transfertagen auch nochmal Situationen, Konstellationen, Möglichkeiten sich ergeben, mit denen man vielleicht 4 Tage vorher nicht gerechnet hat. Deswegen werden wir natürlich Augen und Ohren offen halten bis Montagmittag mindestens und dann werden wir sehen, ob wir mit dem Kader einfach in die Saison gehen oder ob noch ein Spieler dazukommt. Um in die andere Richtung zu gucken, gucken wir mal nur, was kommt. Es könnte ja noch was gehen. Wie viel musst du abblocken an Anfragen für eure Spieler? Es sind ja nur noch ein paar interessante im Kader. Und wie sieht es im Fall Martin Hanek aus? Ja, aktuell müssen wir nicht viel abblocken, weil wir uns ja, glaube ich, auch sehr klar positioniert haben. Ne? Und das betrifft, glaube ich, auch die Spieler. Ist kein Spieler bei uns dabei, der hier unbedingt weg möchte und deswegen ist es da auf der Seite relativ ruhig und bei Martin gibt es aktuell keinen neuen Stand. Was sagt Ihnen Ihr Gefühl? Passiert da noch was und müssen wir uns quasi Montag darauf einstellen, dass noch ein neuer Spieler kommt? Was glauben Sie? Ja. Das hat auch eine neue Dimension, mich jetzt für meine Gefühle für Frank Baumann zu befragen. Ja. Es bleibt intern, sehr persönlich. Ich bin entspannt, ich bin ruhig, ich sitze in meinem Büro. Ich warte nicht und starre aufs Telefon und hoffe, dass er anruft. Also Baumi, sondern wenn was kommt, dann kommt was. Wenn nicht, bin ich sehr zufrieden mit dem Kader, weil ich habe das ja auch an anderer Stelle schon mal betont. Ich glaube, dass wir... Und das muss man auch realistisch einordnen, ein bisschen Spaß beiseite, für unsere Verhältnisse jetzt auch auf die eine oder andere Notsituation im Sinne von einer übermäßigen, anknüpfend an Ihre Frage, an übermäßige und nicht erwartbare verletzten Situationen in einem Mannschaftsteil sehr, sehr gut und sehr adäquat reagieren konnten. Das ist für unsere finanziellen Möglichkeiten nicht keine Selbstverständlichkeit. Und das ist ein großes Kompliment an die Scouting-Abteilung und vor allen Dingen ans Management. Da bin ich als Trainer extrem zufrieden. Dass ihr an Michael Gregoritsch interessiert gewesen seid, ist ja längst kein Geheimnis mehr, hat er ja selbst auch bestätigt. Hättest du ihn lieber am Sonntag in deinem Kader, auf deiner Seite, in deinem Trikot als Gegner? Ja, ich bleibe dabei, das habe ich bei der letzten Besprechung des Gegners gesagt, also als wir in der Rückrunde gegen sie gespielt haben. Das sage ich auch jetzt, ich habe es ja auch in der Sommervorbereitung gesagt. Ich halte mich hier für einen außergewöhnlichen Spieler, weil er eine enorm starke Füße hat, Körpergröße hat, Kopfballspiel hat, sehr große Abschlussqualität hat, sich trotzdem zwischen den Reihen bewegen kann, spielerisch sehr gut ist und ist ein Spieler ist, den ich vom Spielerprofil her sehr schätze, aber er ist Spieler des FC Augsburg. Deshalb wünsche ich ihm ab übermorgen dann alles Gute in Augsburg. Und